Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen FLOG. Heute, bester Tag meines Lebens. Wir haben uns entschieden, auf die Basel-Uhr zu gehen, meine Freunde. Das ist die Uhrenmesse. Demnach sehe ich wahrscheinlich komplett verschallt aus, denn wir haben 8 Uhr gleich. Das heißt also, man hätte eigentlich so, ja, schon so mal mindestens ein Stündchen, bevor der Zug fährt, aufstehen sollen. Nee, ich bin aufgestanden 20 Minuten, bevor der Zug abgefatzt ist. Übelst am Arsch, man, die letzten Tage heftige Trainingssession gezogen. Zu wenig geschlafen. Und dann habe ich mir gestern extra 3 Wecker gestellt. Trotzdem nicht aufgewacht. Tim Gabel ist erst gar nicht mitgekommen. Der war zu krass am Arsch vom Feiern gestern. Kein Problem, ich bin unterwegs mit Pierre. Servus. Und wir ziehen uns heute diverse Uhren auf der Basel-Uhr rein. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dort so zu sehen gibt. Ich hätte natürlich Tim sehr gerne dabei gehabt. Leute, was soll man machen? Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin gespannt. Okay, Freunde, was geht ab? Wir sind angekommen in Basel und sind jetzt vor der Basel-World. Und das Erste, was ich hier direkt sehe, sind 3 Typen am Tisch, ausgebreitet mit so einem Art Koffer, der auf dem Tisch liegt, wo laute Uhren drin sind. Alles klar, geht auf jeden Fall schon mal gut los. Wir haben heute auf jeden Fall den ein oder anderen interessanten Punkt am Start. Für alle, die sich für Uhren interessieren, werden heute hoffentlich auf ihre Kosten kommen. Wir haben verschiedene Termine bei ganz wichtigen Unternehmern, oder? Na klar. Nur bei Unternehmern. Bei ein paar coolen Marken. Da werden wir, denke ich, auf jeden Fall einiges sehen. Wir gucken uns die neuen Rolex-Modelle an, alles drum und dran. Wir gehen jetzt erstmal kurz rein und dann ich get it. Und meine Freunde, das erste Ereignis, das ich hier direkt zu Gesicht bekomme, auf einer Uhrenmesse wird erstmal ein mieser Ferry vorgestellt. Der heißt Portofino oder irgendwie sowas. Da bin ich ganz schlecht, was sowas angeht, aber der sieht exquisit aus, Freunde. Freunde, zieht euch mal den Patek-Stand rein. Ich muss echt sagen, die haben sich weniger lumpen lassen. Sensationell. Haben sie extrem nice gemacht, muss ich sagen. Sieht echt fresh aus. So, meine Friends, wir sind jetzt ein bisschen bei Roll zum X, Alter. Hier seht ihr die beiden Daytona-Modelle aus der Stahlversion mit der Keramiklünette. Zwei sehr gefragte Modelle, sehr, sehr schöne Uhren. Geschmack haben sich da eher weniger. Hier haben wir das erste neue Modell. Das ist die Yachtmaster 1 auf Kautschuk-Armband aus Weißgold. Ist nicht schlecht. Ich dachte erst, die wäre Stahl, aber genau. So, meine Freunde, das ist mal ganz interessant zu sehen hier, wie die Uhren nicht gebaut werden, aber wie die in ihrer Ursprungsform teilweise aussehen. Ihr seht also, die arbeiten auch nur mit billigen Materialien. Spät. Meine Freunde, willkommen zu Patek. Hier werden wir gleich die neue Nautilus sehen können und die neue 5726, die rausgekommen ist mit blauem Blatt. Das wird auf jeden Fall mega. Hier stehen nur extrem viele Leute. Okay, Freunde, als allererstes mal, hier ist eine neue Aquanaut rausgekommen mit grünem Kautschukband und grünem Blatt, finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Aber die Uhr, die da drüben ist, finde ich persönlich mega nice. Okay, Freunde, hier haben wir die Uhr. Ich finde sie persönlich übertrieben nice. Also die haben die alte discontinued, die mit dem schwarzen Blatt und mit dem weißen. Und dann haben sie jetzt neu mit dem blauen Blatt rausgemacht. Ich muss wirklich sagen, sieht auf jeden Fall schmackhaft aus, Freunde. 5711, wo ist dein Hype? Wo ist dein Hype, Junge? Can't see your Hype anymore. 5711 ist immer noch hart gefragt. Oh, da drüben ist die... Warum ist die weiße nicht denn? Das frage ich mich auch. Da oben ist die 5980 Bicolor. Hat Conor McGregor die Uhr. Interessant. Ich weiß nicht, wie der Fokus hier gerade ist. Sorry, Leute. Und hier ist die 5740, ewiger Kalender. Mega Uhr. Die hier. So, Freunde, eine Sache, die ich sehr traurig finde, die mir der Pierre gerade gesagt hat, ist, dass AP hier gar nicht vertreten ist. Die haben sich gedacht, Buzzword? Hab ich keinen Bock drauf. Leider, AP nicht am Start, aber wir werden gleich mit dem Blog kurz vorbeischneiden. Guck mal, was sie so zu sagen haben und zu zeigen haben. Und dann, meine Freunde, werden wir bei Jacob & Co. vorbeischneiden. Die haben scheinbar ganz aggressive Sachen für uns vorbereitet. Ich freue mich auf jeden Fall und wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei der nächsten Marke wieder. Ich bin gespannt, was hier noch alles am Start ist. Freunde, ich weiß nicht, der ein oder andere Messegänger von euch ist vielleicht am Start, okay? Ich schwöre es euch, Leute, auf Messen riecht es immer gleich. Es gibt diesen ganz speziellen Messegeruch. Egal, bei welcher Messe ich bin, bei welcher Veranstaltung, die in so großen Hallen gemacht wird. Da ist immer so ein ganz spezieller Geruch. Amen, Herr Köln, Alter, wer fühlt mich? Okay, Freunde, Pierre ist heute im Flexer-Style unterwegs. Und zwar hat er sich gedacht, ey, Digga, ich mach heute Double Wrist, Alter. Was hast du heute am Start, Digga? Zeig mal. Okay, eine Hublot. Eine Hublot, White, okay. White Keramik. Okay, White Keramik, okay. Und? Patek Nautilus Rosé Gold. Alter, Maschallah, bei ihm läuft ohne Witz, Mann. 5711 und Hublot. Wir gehen jetzt kurz zu Hublot, gucken, was die dort so machen. So von der Cam auch dabei. Alter, heftigerer YouTuber als ich mit dickerer Cam, Mann, bei dir läuft, Junge. Wir checken jetzt mal ab, was das nächste abgeht. Und dann würde ich mal sagen, watch it in, oder? Okay, Freunde, ich laufe gerade nochmal vorbei und ich muss echt sagen, der sieht schon exquisit aus, Mann. Also der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Cop it or drop it. Okay, wir sind bei Hublot am Stissel, Freunde. Hier ist auch die eine oder andere Watch am Start. Banana Edition. Genau. Ja. Was denkt ihr, wie kalt es hinter dieser Scheibe ist? Hier ist extrem viel Eis, wie ihr sehen könnt. Ice it in, man. Ice it out, man. Ice it in, man. Was meinst du, wie viel die kostet? Kostet, glaube ich, 270.000 Euro. Alter, und die hier? Mehr. Mehr? Ja. Tourbillon? Ich denke Richtung Baguette. 800. 800? Als ob jetzt. Mit Gangreserve. Ich meine, klar sind es Baguettes, aber was hat die Uhr für Funktion? Die ist ein Tourbillon. Handaufzug, Tourbillon, Gangreserve. That's it, Alter. Paar Days. Paar Baguettes, Alter, ist da schön und gut, aber was für 800k? Hey.
Es ist der Gönner Lifestyle, Freunde. Skydweller Stahl, blaues Blatt. Eine richtig kranke Uhr, die hier. Die hätte ich auch noch ganz gerne, bitte. Danke. Freunde, jetzt schaut's böse. Wir sind bei dem ein oder anderen neuen Modell angekommen. Und zwar hier unten links sehen wir die Pepsi Weißgold mit dem... Was, wie heißt das Blatt? Meteoritblatt, genau. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Hier haben wir noch die alte Weißgold Pepsi. Dann haben wir die neue Stahl Pepsi mit Jubiläe. Und jetzt die Neuerscheinung, die Batman mit Jubiläe-Armband, Freunde. Genau. Was haltet ihr von den neuen Watches? Also die hier ist neu und die hier ist neu. Okay, Freunde, ihr wisst, Uhren sollte man nicht berühren. Steht hier auf Do Not Touch. Also jetzt müssen wir kurz warten, bis die Uhr wieder hochkommt, bis sie wieder Bock auf uns bekommt. Ah, da ist sie ja. Und wenn ich jetzt sage, ey, dann geht sie direkt weg. Arschgeiles System. Okay, Friends, zieht euch das mal rein. Finde ich ganz geil gemacht. Auf diesen Screens läuft gleich immer ein Film ab, wie im Prinzip hier die Metalle gepresst werden, bla bla bla, Diamanten, alles drum und dran. Dann wird hier durch die Screens geht es so durch. Dann entwickeln sich so die Uhren. Und dann im Idealfall kommt die Uhr hier in echt raus. Cool gemacht, muss man auf jeden Fall sagen. Okay, Freunde, die nette Dame wird euch jetzt was über diese Neuerscheinung erzählen, die ich hier gerade in meinen Händen halte. Das ist die Classic Fusion Ferrari GT. 45 mm Durchmesser. Ein Unico-Werk in einem Classic Fusion-Gehäuse. Du hast jetzt eine Kingold-Variante in der Hand. 500 Stück limitiert. 500 Stück limitiert. Ich finde, die sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und hier gibt es noch die gleiche Variante aus, was meint ihr? Titan. Titan. Und die Carbon, oder was? 3D-Carbon. Das können wir kurz auch testen. Wie du auch merkst, es ist sehr, sehr einfach, die Knöpfe zu drücken. Das ist der Vorteil an unserem eigenen Manufakturgehäuse. Hat ein schönes Feeling auch, muss ich sagen. Genau. Hier können wir noch die. Die ist natürlich wesentlich leichter. Sehr elegant, trotzdem sportlich, obwohl es eine 45 mm Variante ist. Kommt nicht so groß, ne? Kommt nicht so groß rüber, genau. Von der Größe her fast, vielleicht ein Ticken größer als eine Daytona. Genau, also das ist auch unsere größte Innovation eigentlich in dieser Kollektion. Da wir wirklich für die Zukunft unsere Unico-Werke auch in Classic Fusion Gehäuse bauen möchten, damit wir immer mehr unsere eigenen Uhrwerke in Zukunft haben. Das finde ich super. Genau. Okay, also Leute, ich habe mir sagen lassen, jetzt schaut es richtig rein. Ja, jetzt kriegen wir eine Uhr für wie viel? 603.000 Euro. Für 603.000 Euro. Also Freunde, meine Tagesgage jetzt hier gleich auf dem Tisch. Ja? Sonnenbrillen raus, bitte. Boah, ich spüre schon, wie es kälter wird gerade. So viel Eis, wie hier gerade drin ice ist. Ice cold. Oh, yeah, shit. Oh, damn, dude. Olinsky. Leute. Classic Fusion Chronograph Olinsky High Jewelry. Dass die Linse gerade nicht gefriert, ist tatsächlich der absolute Ausnahmezustand. Das ist echt heftig. 35 Karat. Oh mein Gott. Ist die aus Platin? Nein, das ist Weißgold. Okay, aber die ist trotzdem extrem schwer. Halbes Jahr. Dauert es nur allein, die Steine zu setzen. Habt ihr die neu rausgebracht? Also eine ähnliche gab es ja schon mal irgendwie. Das ist eine Olinsky, aber ein Unique Piece. Nur auf Anfrage natürlich. Genau. Ja, ich würde da jetzt mal meine Anfrage rausnehmen. Ich muss die mal ganz kurz ans Handgelenk nehmen. Ja, natürlich. Also die Möglichkeit bekommt man nicht alle Tage, ne? Nein. Sich eine Uhr ans Handgelenk zu hauen, die... Ja. Man hat hier denselben Vorteil wie bei Keramik und Magic Gold ist kratzfest. Aber jetzt nur Diamanten sind. Ja, was, ja, genau. Was willst du bei diesen Diamanten kratzen? Oh mein Gott. Ich bin tatsächlich geblendet. Die Uhr hat mich tatsächlich geblendet. Du weißt, in Stuttgart kriegst du dafür eine Abstellkammer. In Frankfurt wirst du dafür abgestochen. Okay, sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass mich tatsächlich die Uhr geblendet hat. Ja. Okay, Leute, war krank auf jeden Fall. Greetings gehen raus an Hublot. Vielen, vielen Dank für das Meeting. Es war sehr interessant zu sehen, was sie da so am Start haben. Jetzt geht's weiter zu Jacob & Co. Viele werden die Marke wahrscheinlich von euch nicht kennen. Es ist aber so eine Marke, die bringt aggressiv teure Uhren raus. Also wirklich so Uhren für 1 Million Euro und so Stuff. Zum Beispiel eine Astronomia, eine kranke Uhr. Wir werden gleich richtig heftige Uhren sehen. Das ist so richtige Kunst, sag ich mal. Das sind eigentlich fast Uhren, die man nicht tragen kann, würde ich fast sagen. Aber das wäre gespannt auf jeden Fall. Wir sind übel gespannt. Anscheinend sollen wir was Nice dort gezeigt bekommen. Aber ich würde sagen mal, check it out, man. Check it out. By the way, was ich noch hinzufügen muss, ich finde, die Messe ist extrem geil gemacht. Die Stände sind echt, haben Leute sich extrem Mühe gegeben. Hier nochmal, genau, der Patek-Stand, den haben wir vorhin schon kurz gesehen, aber man sieht einfach, das ist einfach mega geil gemacht. Ich zeige euch nachher noch ein paar andere Sachen hier, also auf jeden Fall nice. Genau. Okay, Freunde, wir nähern uns Jacob & Co. und da drüben sehen wir es schon, da steht ein aggressiver Wagen. Oh, damn, du. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich auschecken. Ey, der Jacob & Co. Stand sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Zieht euch rein in den Bugatti Chiron. Mies, 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 mies. Ich bin gespannt, was das gleich erwartet. Wir sind gerade bei Jacob & Co. reingegangen und was ich hier gerade im Schaufenster sehe, es ist wirklich next level. Hier stehen locker, also wie viele Millionen Euro stehen hier? Hier stehen wirklich hunderte Millionen von Euro. Das ist kein Spaß. Zieht euch
diesen Stuff rein. Hier ist jede Uhr komplett besetzt mit Baguette-Steinen, Alter. Und es ist nur ein Schaufenster. Hier geht es direkt genauso bis da hinten weiter. Hier, zieht euch mal diese Watches rein. Ja, Leute, und hier, da hinten seht ihr es. Messi, guter Kollege von mir, hat auch eine Kollaboration gemacht hier mit Jacob & Co. Hier sind die Uhren. Hab ich alle. Okay, Leute, zieht euch mal diese Uhren rein. Die haben einen doppelten Tourbillon, so wie ich das verstanden habe, mit Minutenrepetierer. Wir bekommen jetzt hier eine kleine private Führung durch ein paar Uhren und ich sage euch wirklich, das sind die aggressivsten Uhren. Es ist natürlich für mich unkaufbar, ne? Aber es ist einfach so krank, mal einfach anzuschauen. Die Leute bringen jetzt hier gleich aggressive Uhren an den Start, die schallern total rein. Okay, Freunde, wir starten mal durch. Diese Uhr hier kostet 730k, die kostet 1 Million. Wie viel kostet die? Ah, die kostet auch 730k. Was soll man dazu sagen, Mann? Das ist einfach nur absolut geistesgestört. Aber guckt euch mal bitte diese Uhr an. Ah, das ist doch die Kollabo mit Bugatti. Hey! Yo. It's custom made just for this watch, or the Bugatti, yeah. Oh, that's nice. I would say, let's taste the champagne. Okay, Freunde, jetzt kommen wir hier zu dieser Uhr. Zeig mal, was die so drauf hat. Die hat nämlich ein ganz spezielles Feature. Alles klar. Wie viel kostet die? 2 Millionen Franken. 2 Millionen Franken für den analogen Porno? Mega geil, Mann. Gönnt euch auf jeden Fall. Wie viel kosten denn diese Diamanten, die sie da trägt? Viel zu viel, Alter. Okay, meine Freunde, ich habe jetzt hier die große Ehre, mir meine Astronomie ans Handgelenk geschnallt zu haben. Die ballert auf jeden Fall ganz mies rein. Ja, und unser guter Kollege von Swiss Watch Gang wird uns jetzt ein bisschen was über die Uhr erzählen. Also wir haben da jetzt, Jungs, 4 Achsen. Auf der einen ist ein dreifacher achsiger Tourbillon oder Triple Axis Tourbillon. Da gibt es ein 4-karatiges Diamant, wo reduziert wird auf 1 Karat und hat 288 Facetten, was die meiste auf der Welt ist. Also die meisten Facetten. Magnesium-Weltkugel und dem ist skelettiertes Zifferblatt. Was jetzt mit Diamanten auf den Bandanstößen und Rubinen auf dem Dial. Also auf dem Zifferblatt. Also jetzt mal ganz generell, was kostet die Uhr? Die ist circa 1,2 Millionen. Also das heißt also ein richtiges Schnäppchen, oder? Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, wenn ich so eine kaufen wollte, wo kann ich die denn kaufen? Weil also in Deutschland finde ich die ja nicht, oder? New York. Sonst, wo haben die sonst ihren Sitz? Ah, also in Genf kann man die kaufen? Dubai, Kuala Lumpur and many others, but I don't think Germany. Auf jeden Fall kranke Uhr. Das ist eine Beleidigung für die Uhr, dass sie an meinem Handgelenk sitzen muss, Alter. Ich muss drauf tun. Ja klar, gerne doch. Gib mir noch 2, 3 Uhren mit, Alter. Ey, die wiegt einfach eine halbe Tonne, Digga. Was geht denn hier ab? Leute, es ist wirklich absolut geistesgestört. Danke, dass ich mal sowas sehen darf. Boah, die ist aber nice. Ah, die wollten wir sehen. Die muss ich euch noch kurz zeigen. Das ist heftig, Mann. Wer jetzt so eine Uhr sich dann auch wirklich kauft und dann auch trägt, der hat ja richtig Eier. Das ist so ein Wochenende-Uhr, weißt du? So eine Wochenendsuhr. Enjoyment Watch. Steht mir, oder? Ich denke schon. Top, dann nehme ich die. Größe ist auch gut. Ja, passt. Diese Uhr, den muss ich hier drücken, ne? Ja. Und das ist für alle Spielsüchtigen ist es nichts, weil hier dreht sich einfach ein Roulette-Rad in der Uhr und die Kugel bleibt liegen. Crazy shit, Mann. Crazy, crazy shit. Was ich gerade erfahren habe, was technisch ziemlich interessant ist an der Uhr, an dem Roulette, die ihr gerade gesehen habt, und zwar, wenn ihr diesen Knopf drückt an der Seite, um das Roulette-Rad im Prinzip zu drehen, nutzt es im Prinzip die Kraft, um den Rotor wieder aufzuziehen. Das heißt also, finde ich, eine extrem geile, also extrem geil gemacht, sehr intelligent verbunden. Ich feiere sowas immer extrem, wenn es eine Funktion gibt. Also wirklich richtig, richtig geil gemacht. Mega interessant. Okay, also damit ihr mal seht, wie die normalerweise aufgezogen wird, ihr müsst im Prinzip hinten die Klappen hochziehen und dann halt einfach drehen, ne? Also kannst du den auch stellen und so, genau, ne? Genau. Okay, crazy. Aber es geht halt lange, oder? Bist du das dauert. Okay, Freunde, also ich gebe euch jetzt mal ganz kurz ein Beispiel für diese Uhr, okay? Ihr müsst euch überlegen, es gibt normalerweise Tourbillons, die haben eine Achse oder wie genau, wird das bezeichnet? Das ist der typische Tourbillon. Mit der Brücke über die Cage. Genau, die kennt ihr auch von AP. Das sind meistens die extrem teuren Uhren. Und jetzt müsst ihr euch überlegen. Flying Tourbillon, fliegende Tourbillon, wo keine Brücke über den Käfig hat. Und dann gibt es Triple Axis Tourbillons. Und die haben einfach 2 gemacht. Also wie gesagt, in diesem Video alles nur für Uhren Interessierte. Mir wurde hier gerade eine Uhr gezeigt, die komplett voll ist mit Diamanten und vor allem komplett voll mit verschiedenen Formen von Diamanten. Du hast mir gerade gesagt, diese spitzen Diamanten, die hier zugehen auf den Double Triple Axial Tourbillon, sind patentiert von Jacob & Co. Genau. Hier genauso hexagonal angeordnete Diamanten und was ich crazy finde ist einfach... Sind es Rubine? Genau. Also der innere Stein ist die Stundenanzeige und der äußere sind die Minuten. Ah, okay. Das nächste Rubine, genau. Ich sag, diese Uhr ist der Inbegriff von Dekadenz, Alter. Wenn dir der Rubin die Uhrzeit anzeigt, Alter, er ist absolut geistesgestört, Mann. Und in der Mitte haben wir wieder diesen doppelten dreifach Tourbillons. Genau. Dreifach axiale Tourbillons, wie auch immer das heißt. Also wie wir das bei der anderen Uhr gerade schon gesehen haben. Ja. Also das ist einfach nur crazy. Was zahlt man für die? 1,3 Millionen. 1,3 Millionen? Tiefenentspannt. Einzelstück. Ah ja, genau, das war meins, oder? Perfekt, danke dir. Ey Leute, ich muss gerade echt sagen, ich bin gerade komplett sprachlos von dem, was man hier alles an materiellen Gütern sehen kann. Alter, dieser Bugatti, er ist so sexuell. Okay, Freunde, ich sitze hier gerade im Bugatti Chiron, Alter.
Crazy shit, ey, das ist so heftig, wie dieser Wagen hier aufgebaut ist. Nur Carbon, eine Ehre, dass ich mich hier reinsetzen darf. Der ist nämlich schon verkauft. Also der Besitzer, der den Wagen als nächstes hat, wird sich komplett drüber abfucken, dass ich hier drin gesessen bin. Damit hatte ich auch mal die Ehre, in einem Bugatti zu sitzen. Die Leute, die draußen zugucken, denken wahrscheinlich gerade, das ist meiner. Alles klar. Guckt euch mal meine View an, die ich hier drin habe. Bugatti, den Morphogels. Alter, das sieht so crazy aus, Mann. Das ist tatsächlich sogar ziemlich minimalistisch aufgebaut, aber der Wagen ist halt einfach geistesgestört. Und hier unten sehen wir die Möglichkeit, wo wir diesen Turbo aktivieren können. Das habe ich in ein paar Videos gesehen. Das ist so heftig, Mann. Ah, ich sterbe, Mann. Alter, geistesgestört ist es hier. Geistesgestört. Guckt euch den mal an, ey, wie der von hinten aussieht, Mann. Das ist einfach, das ist eigentlich kein Auto mehr. Das ist eigentlich ein verdammtes Space Shuttle, Alter. Das ist der Inbegriff von Swag, Alter. Ihr müsst euch überlegen, er dachte sich so, als Stilelement nimmt er den Strandverkäufer, den man normalerweise so trifft, und dreht das Prinzip einfach um und macht sich die Uhren auf den Mantel. Alter, feier ich brutal. Heftiger Style ist auch am Start. Bunte Farben jeden Tag. Shoutouts gehen raus. Okay, Freunde, wir haben jetzt meinen ersten Durchgang gemacht. Ich muss wirklich sagen, ich bin komplett geflasht, Alter. Der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Preise klarkommen, genauso wenig wie ich. Aber es ist einfach nur gestört, was es hier zu sehen gibt, Alter. Und die Jungs, ihr seid auch komplett geflasht, oder? Wir sind komplett geflasht. Und deswegen auch die Sonnenbrille, oder? Genau, ja. Alles klar, das war's komplett. Okay, Friends, es wird sich gegönnt. Ihr wisst, Alter, Healthy Lifestyle ist am Start, Mann. Die Gym-Session müssen durchgezogen werden. Grünes Thai Curry mit bisschen Reis. Die Jungs ziehen sich gebratenen Reis auf Fettbasis, Alter. Unehrenvoll. Let's go, man. Ich merke gerade, ich bin komplett lost, Alter. Wir sind gerade in einer Abteilung, wo Uhrenmarken sind. Von denen habe ich in meinem Leben noch nichts gehört. Ihr wisst ja, ich bin jetzt auch nicht so der Uhrenfreak, ne? Also ich kenne klar die bekannten Sachen und so. Aber, Alter, wenn ich jetzt sowas höre wie Röhne oder Zapek, bin ich komplett raus, Alter. Kenn ich einfach nicht. Jetzt können wir uns noch ein bisschen was anderes angucken. Und zwar, hier gibt es diverse Uhren. Die sind im Prinzip hier ein Auto, hier ein Totenkopf. Das sind alles im Prinzip Uhren. Die funktionieren. Moiga. Die sieht echt fresh aus. Wenn man so Bock hat, sich die zu ziehen. Wie viel kostet sowas? Ein paar Tauis. Das ist auch fresh. Boah, ist der aus richtigen Gold? Dann ballert's mies. Die Leute, ihr seht jetzt hier gerade, wenn er das Rad dreht, die Stunde fließt im Prinzip an den Minuten vorbei und erneuert sich dann wieder. Die machen hier richtig, richtig geile Uhren. Sehr technisch. Feier ich extrem. Very nice. We actually collaborated with British artist who's an engraver called King Nerd on Instagram. So if you just want to flex and don't show the time, you just flip it. The reason it's called the T8 is it's transformable 8, because unlike a reverso that flips. Ah, okay. This was kind of inspired by a reverso, but you actually do like a figure of 8 turning it around and then down. That's nice. So you just press the little buttons on the end here. But Johnny's studied as a gun engraver, so yeah. Shotguns, and he hand engraved this and painted the black with acid. It's very nice. It took 3.5 weeks per bezel, and we've only done 5. Is everything handmade? Ja. Nice Uhr, Freunde. Und diese Uhr, Freunde, muss ich sagen, ist auch extrem nice. Die ist nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und zwar dreht sich hier im Prinzip der Minutenzeiger durch. Und hier eine Stundenanzahl. Hier laufen die Sekunden durch. Von dem technischen und mechanischen Aspekt her, kranke Uhr. Optisch macht die jetzt nicht so viel her. Hier ist der Handaufzug, das muss man nach oben drehen. Dann wird die Uhr aufgezogen. Hat eine Gangreserve von 48 Stunden, was für so eine Uhr, muss ich sagen, echt nice ist. Weil ihr müsst euch überlegen, für das Werk, wie anstrengend das für das Werk ist, die ganze Zeit da die Sachen hier durchlaufen zu lassen. Also es ist wirklich crazy, die Uhr ist krass. Also wirklich. An alle Veganer, Schlag zu. Okay, Leute, ich muss sagen, ich habe mich gerade ein bisschen in diese Uhr hier verguckt. Wie eine Apple Watch sieht es eigentlich aus. Das ist nur einfach eine Handaufzug Moser. Richtig low-key, krankgeile Uhr. 22 Riesen. Boah, die ist echt geil, Mann. Jetzt guckt euch die Uhr mal von hinten an. Sehr, sehr schön. Sehr geile Uhr. Knew it in, man. Knew it in. Hast du gesehen, dass da oben ein Herzdiamant ist? Oh yeah, buddy. Was ist denn hier los? Das ist so groß wie mein komplettes Ohr. Shit. Oh, damn, dude. Oh, damn, dude. Okay, Freunde, ich habe soeben erfahren, Anfang des nächsten Jahres, Januar, ist wieder die Geldfunk-Uhrenmesse. Kommt man nur hin, wenn man eine Einladung hat. Und ich habe tatsächlich gerade auf glückliche Art und Weise eine bekommen. Leider Tim nicht. Ja, Tim, das heißt, du bist nicht eingeladen, Bro, weil du halt heute nicht dabei warst. Es geht nur für Leute, die auf der Basenwelt heute mit dabei waren. Sorry, Digga, Alter. Müsst ihr euch echt überlegen, Tim ist der letzte Schmock. Er geht gestern so lange feiern und ich sag ihm noch, wir müssen früh aufstehen, Digga. Geschieht ihm recht. Tim hat heute so viele geile Sachen verpasst. Das geschieht ihm so richtig recht, Mann. Okay, Freunde, was geht ab? Wir sitzen jetzt im Zug. Wir mussten gerade den miesesten Sprint ever hinlegen, Alter, um den Zug zu bekommen. Weil wir sind so an der Messe und realisieren so... Genau. Unser Zug kommt in 15 Minuten. Wir so, what the fuck? Wir steigen ins Taxi, eine steht zur Zeit zu fahren. 15 Minuten, alles klar, so ist komplett. Sind gerade noch komplett hergerannt, aber wir sind im Zug. Ich muss sagen, summa summarum, auf jeden Fall ein richtig kranker, geiler Tag. Übertrieben gut gemacht. Grüße gehen an der Stelle raus an alle, die da heute am Start waren. Ich würde sagen, wir sollten öfter auf solche Events gehen, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein. Boom. Den Sauerstoff erinnern, man.